So, die Mannschaften sind aufgestellt und nun begrüßen wir sie auch vom Kommentatorenplatz hier in der Reiferbahn-Sporthalle. Schwerin zum Spitzenspiel der Ostsee-Spree-Oberliga. Grünwald-Schwerin gegen den Frankfurter HC2. Wo es hier um nicht mehr und nicht weniger als eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft und um die Tabellenführung geht. Tabellenführer der Frankfurter HC2 mit einer Niederlage bei den Spreefüchsen 2. Schwerin mit einer Niederlage im Hinspiel gegen Frankfurt mit 22:20 und im Unentschieden beim TSC Berlin. Und nun geht's los hier ins Spiel. Bei mir wieder Roberto. Schön, dass du wieder mit dabei bist, das Spiel mitverfolgt. Ja, schönen guten Tag. Wir wollen gucken. Da aus Frankfurt haben die Schweriner gesagt, das ist ein Spiel, was du nicht verlieren musst, aber was du dann eben verliert. Also wollen wir gucken, die wollen es heute alles besser machen. Und der erste, was allerdings anders macht, ist die Trikotfarbe der Frankfurter, die kennen wir nämlich noch. Vom Spiel gegen Dortmund. Das lief nicht ganz so, wie Schmerin sich das vorgestellt hat. Ja, ich hoffe nicht, dass die Mädels sich vom Blau-Gelb irritieren lassen. Und wenn das Hinspielergebnis 2022 war, war natürlich eine enge Geschichte, die durch die Abwehrreihen bestimmt wurde. Und ich denke mal, das sollte heute auch das tragende Element werden, um eventuell Frankfurt hier als Verlierer vom Platz zu schicken. Die Frankfurter werden natürlich entsprechend aufgestellt sein.
Oh, das passive Spiel angezeigt. Kincher wollte den Pass noch spielen, weil sie nicht werfen konnte, aber er hätte abschließen müssen. Ja, was heißt der Abschluss? Sie hätte sich zumindest festmachen lassen können für eine Freiwurfsituation. So hat sie nochmal ein, zwei Sekündchen Zeit, um dann das passive Spiel dementsprechend vom Schiedsrichter beobachtet, zum Abschluss zu kommen. Also immer ein probates Mittel, wenn der Arm hochgeht vom Schiedsrichter, entweder man hat eine Situation für einen freien Wurf oder man lässt sich nochmal festmachen, es steht nochmal eine weitere Situation. Und das 2:0 jetzt schon für Frankfurt, Frankfurter HC durch Franziska Mau. Ja, hat sich gut freigelaufen am Kreis, hat den offenen Raum genutzt durch die Verschiebung nach rechts außen und hat natürlich Glück beim Verwandeln des Wurfes. Tunnel an der Pöschel, ärgerlich für den Torhüter, den nächsten hat sie. Das ist die erste gelbe Karte im Spiel gegen die Frankfurter Lisa-Marie Preis. Und Wendy Künzel mit dem 2:2. Ja, ein wunderschöner Unterarmwurf aus dem... Und Frankfurt vergibt die Chance über links außen. Einwurf für Schwerin. Somit die Chance zum Ausgleich. Ja, es wäre wichtig, um in dieses Spiel reinzukommen, um in diesem wichtigen Spiel nicht ins Hintertreffen zu geraten. Mit 2 oder vielleicht 3 Toren. Und damit die Nervosität aufkommen zu lassen, die man in diesem Spiel gar nicht gebrauchen kann. Das ist richtig, die brauchen wir nicht. Und Schwerin ist ja gewarnt durch das letzte Heimspiel, was wir sehen konnten. Wo man dann auch zeitweise mit 0:9 zurückliegt. Das darf nicht passieren, das kann nicht passieren, das wird nie wieder passieren. Ah, das versuchte Kreisanspiel. Hat die Abstimmung nicht gestimmt und der für Frankfurt. 3:2. Manja Kelm. Das war ein kurzes Missverständnis zwischen unserer Aufbaumitte, Benny Günzel und Jule Grünwald, die sich gut in die Sperre stellt, aber dann im Moment, wo der Ball abgespielt wird, natürlich nicht komplett wegdrehen kann von ihrer Abwehrspielerin, dadurch auch nicht den Blickkontakt zu Wendy hatte. Deswegen auch kommt dieses Fehlabspiel zustande. Klasse gemacht, von Künzel rausgespielt, auf Schröder. Ja, das wird heute enorm wichtig werden, denke ich mal. Dass Wendy unheimlich viel auch alleine Druck machen kann, alleine Tore erzielen kann, aber auch durch ihre Intelligenz ein Spiel zu führen, entscheidende Pässe, ob nur zum Kreis oder zu den Außenpositionen zu spielen. Und erneut das Tor von außen von Manja Kelm. Ja, das war das zweite Mal durch die Beine bei Anna Pöschel. Da muss sie ihr Stellungsspiel umstellen, damit sie es dem Werfer von außen kein weiteres Mal so einfach macht. Jule Klug scheitert jetzt mit dem Wurf. Ja, das war ein bisschen ohne Vorbereitung. So aus einer Halbchance mal aus dem Rückraum werfen. Das kannst du in keiner Liga machen. Das kannst du nicht in der oberen Liga machen. Das kannst du auch nicht da unten runter machen. Man muss alles natürlich kontinuierlich und auch ein bisschen strukturiert vorbereiten. Dann kannst du so einen Wurf auch mal bringen. Ja, und da hat Grün-Weiß Glück, dass Frankfurt den Wurf auch vergibt und hier nicht gleich mit 3 Toren ins Hintertreffen gerät. Und so jetzt die Chance, hier auf ein Tor wieder ranzukommen und das Spiel offen zu halten und die Nervosität geringer. Schöner Versuch. Ja, man spürt bei Spring so ein bisschen Unsicherheit beim Spielaufbau. Es ist zwar klar, was gespielt wird, die Ansage ist vorhanden, aber so richtig der Durchbruch ist noch nicht da. Also die Verschiebung in der Abwehr ist noch nicht so gut, dass man auch mal selbstständig. Da musste Jule Klug nehmen, ein passives Spiel, der Ball war über die Mittellinie. Ja, aber sehr früh das passive Spiel angezeigt. Aber das kommt natürlich auch durch den Fehlpass, wo der Ball nach hinten abrollt
Da ist der Schiedsrichter natürlich dazu gezwungen und auch angehalten dazu, den Arm hochzuhalten, damit eine Beschleunigung im Spielaufbau vorhanden ist. Und Anne Pöschel jetzt mal mit der Hand am Ball. Ja, um es jetzt nochmal schnell weiterzuführen. Gelbe Karte für die Nummer 6 von Frankfurt. Karlin Groke. Genau. Wie gesagt, man muss natürlich wieder anfangen, eine schöne Welle durchzuspielen von links nach rechts, damit man eine Bewegung hat, eine eigene Bewegung. Und natürlich die Bewegung auf dieser gut gestaffelten, massiven 6-0-Abwehr von Frankfurt. Jetzt wäre es fast mal gelungen. Aber auch da, denke ich mal, war der Abschluss ein wenig zu früh. Aber Frankfurt nutzt natürlich zum Glück die Möglichkeit nicht, den Vorsprung auszubauen. Ja, da hat Frankfurt für mich momentan mit der etwas besseren Spielanlage und Schwerin mit Glück, dass sie hier nicht schon weiter hinten liegen. Das ist richtig. Wie gesagt, es fehlt jetzt momentan vorne so ein bisschen Bewegung, ohne Ball. Mit Ball kann sich jeder bewegen, aber so wirklich, ja, es fehlt mir so ein bisschen was. Entweder ist es, dass die Gefahr vom Halben eigentlich auch mal ausgestrahlt werden kann, aber auch da wieder ohne Vorbereitung. Da wird der Ball einmal nach außen gespielt, man bekommt den Ball zurück und wirft wahllos aufs Tor. Damit kann man keine Treffer erzielen und auch keinen Erfolg haben. Ja, das Tor zum 2:5. Jessica Jander. Ja, und jetzt haben wir das angesprochene Szenario. 8,5 Minuten sind rum, 3 Tore Führung für den Frankfurter HC. Ja, ich meine, 3 Tore ist ja kein Szenario. Aber man sollte jetzt langsam zusehen, dass man in den nächsten paar Minuten langsam Fahrt aufnimmt und sich langsam ranpirscht. Hat Variante gespielt, da ist die Lücke frei. Und Kerstin Felker, wenn auch mit etwas Glück. Drei zu fünf. Jetzt wird der Angriff angezogen, wird verschoben bei Frankfurt. Schön an den Kreis freigespielt, Pfostentreffer. Von Franziska Mau. Glück für Grünwald-Schwerin. Das war klasse gespielt. Auf jeden Fall. Und das ist genau das, was ich von Schwerin eigentlich erwarte. Weil sie haben die Klasse. Und sie haben auch das Talent dazu, genau so eine Spielzüge, so eine Übergänge zu spielen, dass du wirklich ohne Probleme aus einer wirklich einfachen Situation einen Pass zu spielen, um den Nebenmann wirklich, der so wie eben gesehen fast 2-3 Meter um sich herum Platz hatte, frei zum Abschluss kommen kann. Aber das kann Schwerin auch. Und das müssen sie jetzt zeigen. Ja, die gelbe Karte, die dritte in diesem Spiel für Valerie Celinusche. Und das nächste Mal heißt es dann gelb gegen 2 Minuten gegen Frankfurt. Ja, schlechter Pass von Felke. Kluth kriegt ihn nicht, Ballbesitz. Frankfurt.